Hallo liebe HiFi-Freunde, Sascha hier, allerdings wie ihr schon an der veränderten Hörumgebung seht, nicht mehr aus dem Taunus. Ich bin jetzt beheimatet zwischen Wiesbaden und Frankfurt und deshalb werde ich mir da wohl einen anderen Spruch einfallen lassen müssen. Ist jetzt über ein Jahr her, dass ich das letzte Mal ein Video für euch gemacht habe und ich möchte an dieser Stelle allen einen Dank aussprechen, die an mich herangetreten sind, sowohl per Mail oder im Internet ganz generell oder auf der High-End dieses Jahr. Die High-End 2017 ist die erste Messe gewesen seit über einem Jahr, wo ich mal wieder gewesen bin. Und einige von euch haben mich angesprochen, also mich erkannt und dann gesagt, hey, du bist der Sascha aus dem Taunus mit den lustigen Videos. Und dann konnte ich einfach auch mal mit euch so ein bisschen Rücksprache halten, was euch denn gefällt, was euch nicht gefällt. Und auf jeden Fall habe ich das Feedback mitgenommen, dass euch diese Videos gefallen haben und ihr es schade findet, dass die nicht mehr kommen. So auch bei Facebook immer wieder die Rückmeldung an mich. Dementsprechend habe ich mir gedacht, jetzt machen wir mal wieder ein Video. Der Raum ist jetzt seit ein paar Wochen fertig. Das heißt, er ist vollständig raumakustisch optimiert, so wie der alte Hörraum auch. Er klingt auch dementsprechend wieder sehr gut. Und ja, dementsprechend würde ich euch jetzt an dieser Stelle einfach mal den Hörraum so an sich vorstellen. Und dann geht es die Tage wieder los mit ein paar Vinylrezensionen. Wobei, und das fand ich ganz interessant, die Bitte kam an mich heran, dass ich mir doch mal generell mit dem Thema HiFi beschäftigen sollte. Also, euch ein bisschen was zu Raumakustik, Lautsprecher, Verstärkung, Plattenspieler und so weiter erzählen. Und den Gedanken finde ich eigentlich ganz interessant, können wir machen. Werde ich dementsprechend dann auch umsetzen. Allerdings, wie immer, ist das alles mein persönliches Wissen. Manchmal auch nur Halbwissen, weil letztendlich Wissen tue ich auch nicht alles. Allerdings denke ich doch, dass ich so gut informiert bin und technische Dinge so einfach erklären kann, dass auch jemand, der nicht unbedingt eine technische Begabung hat oder eine technische Ausbildung hat, das Ganze dann versteht. Das wäre dann auch tatsächlich mein Ziel. Also es ist nicht mein Ziel, hier eine Doktorarbeit abzuliefern und ihr wisst danach alles, sondern ich kann höchstens gucken, dass wir eine gewisse Grundlage schaffen und auf dieser Grundlage müsst ihr dann schon auch mit ein bisschen Eigeninitiative selbst euch dann einlesen. Gut, letzten Endes, mein Equipment ist nach wie vor geblieben. Allerdings gibt es auch da immer wieder Fragen, deshalb stelle ich es nochmal ganz kurz vor. Ist ein Dr. Feiker Woodpecker 2 mit einem Dr. Feiker 12 Zoll Tonarm, das ist eigentlich ein Original von Jelco. Der Tonabnehmer ist ein Dynavector, jetzt muss ich selbst an der Seite gucken, DV20X2. Dann haben wir eine Aurum P8 Vorstufe und unten drunter seht ihr die drei HiFi Academy Endstufen, die für die Aktivierung meiner Lautsprecher zuständig sind. Das heißt also in der Mitte die 2x400 Watt für den Tieftöner, rechts und links davon 2x250 Watt jeweils für den Mitteltöner und den Hochtöner. Das heißt also 400 Watt Maximalleistung, wobei es ist eine RMS-Leistung, auf dem Tieftöner, 250 auf dem Mitteltöner, 250 auf dem Hochtöner. Und jedes Chassis hat sein DSP. Das heißt also, getrennt wird der Tieftöner zum Mitteltöner bei 200 Hz, 24 dB pro Oktav. Und dann nochmal bei 3 kHz zum Hochtöner mit auch 24 dB pro Oktav. So, das erstmal zu den technischen Dingen. Dann, immer wieder werde ich gefragt, was sind das hier für Schaum, den ich hier so verwende. Das hier ist zum Beispiel von AX Form. Ein Schaum extra zur Dämmung von Nachhall. Ich benutze ihn hier in doppelter Stärke für die Verhinderung der Erstreflexion. Das heißt also, wenn der Lautsprecher jetzt abstrahlt, ja, das würde er normalerweise ja gerade machen, aber er strahlt ja auch in die Breite. Und dann haben wir hier eine Reflexion direkt, also Einfallwinkel gleich Ausfallwinkel, das haben wir alle mal in der Schule in Physik gelernt. Heißt also, der Schall würde normalerweise hier an die Wand gehen und von hier auch direkt zum Ohr. Heißt aber, dass meine Bühne künstlich auseinandergezogen wird und ich die fokussierte Mitte, also hier, wo normalerweise eine Stimme platziert ist, nicht mehr habe. Also nicht mehr so eindeutig. Und das gilt es natürlich zu verhindern. Deshalb wird die Reflexion hier, die Erstreflexion, auf beiden Seiten direkt weggenommen. Habe ich auch in der Messung gesehen, ohne und mit. Mit hatte ich direkt einen Ausschlag, sogar ziemlich hohen. Und jetzt, wenn ich messe, ist er vollständig weg. Das heißt, wir haben rechts oder links die Erstreflexion vollständig hier im Raum bekämpft. Dadurch ist meine ganze Fokussierung zwischen den Lautsprechern, ja, sehr deutlich geworden. Also vorher hat man schon gemerkt, die Mitte geht so ein bisschen verloren. Ja, ich hatte hier nicht eine klar umrissene Stimme, sondern es war mir, ja, es war so diffus. Es war da, aber, ja, also die Stimme, die war auch zum Teil dann so breit, ja, oder manchmal auch in der Mitte gar nicht. Dann hat der Klang so ein bisschen am Lautsprecher geklebt. Das ist auf jeden Fall eine sehr effektive Weise oder, ja, eine sehr effektive Art vor allem, das zu bekämpfen. Gut,
damit wisst ihr dann jetzt auch schon mal, was das ist und wofür es da ist. Das kann man natürlich noch ein bisschen schöner machen. Ich bin ja überlegen, das mit Stoff zu beziehen. Das hat aber tatsächlich keine Eile, denn meine Priorität lag wie immer erstmal hier auf dem Hören. Wobei die Ästhetik ist, glaube ich, in dem Raum auch nicht zu kurz gekommen. Ja, ansonsten, was soll ich zu dem Raum noch sagen? Die Decke, die seht ihr jetzt nicht, die werde ich dann gleich noch einblenden an dieser Stelle. Ja, das ist eine Lochgipsplatte von Knauf. Es sind 4 Stück in Summe. Die ganze Decke ist um 30 cm abgehängt. Diese 30 cm unterfüttert mit einer Mineralwolle. Die Halle allerdings habe ich genau berechnet, damit ich nicht zu viel wegdämpfe, weil zu viel wäre dann auch wieder blöd. Der Raum hier ist schon enorm trocken. Also ihr hört es auch in der Stimme. Nachhall ist ja nicht. Das ist wirklich eine äußerst trockene Hörumgebung, was mir persönlich sehr viel Spaß macht, denn ich höre, was in der Aufnahme passiert. Das heißt, auch wenn eine Aufnahme mit sehr viel Hall, zum Beispiel in der Kirche aufgenommen ist, wobei in der Kirche wird meistens nicht mal aufgenommen, sondern das wird in dem Studio danach künstlich erschaffen. Aber wenn es mir den Eindruck verschafft, dass es eine Kirche ist, dann ist soweit ja erstmal alles gut. Jedenfalls, wenn mein Raum so trocken ist und ich habe den Hall auf der Aufnahme drauf, dann höre ich den Hall der Aufnahme, aber nicht den meines Raums. Das ist ja der Grundgedanke von HiFi, so ein bisschen, zumindest ansatzweise, das zu hören, was da produziert worden ist. Das geht in einem trockenen Raum sehr gut. Allerdings muss ich dazu sagen, vielen ist sowas einfach zu seltsam. Also auch das merkst du, wenn du in den Raum reinkommst und du sprichst, deine Stimme verändert sich auf einmal schlagartig, weil du hast eben nicht mehr diese Reflexionspunkte, die dir deine Stimme von den Wänden reflektieren, dass du sie dann besser selbst hörst. Das ist eine ganz, ganz eigenartige Situation für viele, die auch das erste Mal in meinem Raum drin waren, sowohl im alten als auch jetzt im neuen Hörraum. Es sorgt allerdings auch für eine tolle Ruhe. Also ich mag das total, so ein Raum ist sensationell zum Entspannen, zum Runterkommen, weil einfach nichts stört. Ja. Gut, das war es dann erstmal hier vorne zu dem Raum. Jetzt schauen wir uns den ganzen mal von der Seite und dann noch von hinten an. So, jetzt sind wir schon auf der anderen Seite. Das geht mit diesen Videoschnitten echt gut, gefällt mir. Also, in jedem Falle, ihr wisst gar nicht, ne? Das war jetzt eben ein tierischer Umbau mit Kamera und hast du nicht gesehen und Fokussuche und so weiter. Ja. Und für euch ist das, ups, und schon seht ihr mich anders. Also, jedenfalls wieder zurück zum Hörraum. Hier haben wir ein ganz günstiges Kallax-Regal von Ikea. Da kann man schöne Glaseinsätze so reinmachen und so ein paar Schubladen unten und hier oben so ein paar Türen. Das heißt, ich habe einfach ein bisschen Staufläche im Musikzimmer. Wofür? Ganz einfach. Hier haben wir meine Plattenwaschmaschine. Die hat natürlich so einen Schlauch wegen des Absaugens fürs Wasser. Und das habe ich dann zum Beispiel unten einfach reingemacht. Hier unten sind also quasi meine ganzen Putzutensilien für Schallplatten und den Hörraum drin. Und somit habe ich diese hässlichen Behälter nicht irgendwie draußen stehen und das sieht einfach ganz schön aus. Ansonsten, mein MacBook noch, womit ich auch hier dieses Video schneide oder eben auch als Zuspielung fürs digitale Stream benutze. Der steht dann immer hier, dann ist er wenigstens in Sichtweite, aber er ist nicht im akustischen Feld und stört somit erstmal nicht. Dann sehen wir hier einen kleinen Humidor. Ich rauche ganz gerne mal eine gute Zigarre, trinke dazu gerne mal einen Whisky, einen Cognac oder auch einen Kappa. Deswegen da unten so eine kleine Alkoholsammlung. Ja, und dann sehen wir hier noch ein Bild von mir, das habe ich geschossen, ist Markus Miller beim Konzert in Darmstadt. Ist das aufgenommen vor 3 Jahren. Übrigens auch mit der Kamera, wo dieses Video gerade entsteht, nur am Rande. Und das ist einfach auf Alu gezogen und ja, alles was im Bild eigentlich weiß ist, ist dann hier nicht bedruckt und hat diesen Metallschimmereffekt also ist ein gebürsteter Metallschimmereffekt, ist eine sehr schöne Sache, ich stehe drauf, und vor allem mag ich Markus Miller, deswegen hängt es da. Ja, ansonsten haben wir hier noch ein kleines Bild von meinem Plattenspieler oder besser gesagt vom Tonabnehmer. Das Bild, was eben auch bei Vinylcheck oben schön zu sehen ist, haben wir damals mal auf Metall drucken lassen. Ist nur ein Sample. Allerdings hat es mir dann nicht so gut gefallen, dass ich es groß hätte auf Aluminium ziehen wollen. Deswegen ist es so. Ansonsten sehen wir hier, hinten steht dann noch das Stativ fürs Mikrofon. Wenn ich denn mal Messungen machen muss, dann ist das da wunderbar verstaut. Ansonsten, hier oben sind mal ein paar Schallplatten, also Amy Winehouse, Will Collins, Apokalyptika. Ich höre so ziemlich alles. Dementsprechend ist das dann auch gut vertreten. Und ansonsten stehen hier die Schallplatten drin. Das heißt, dieser ganze Schrank ist schon tatsächlich voll mit Schallplatten. Und ja, mir wird also nicht langweilig. Und ich habe eine gewisse Abwechslung beim Musik hören. Das ist ja auch nicht ganz verkehrt. So, und jetzt, liebe HiFi-Freunde, zeige ich euch noch die Decke. So, also jetzt, sensationell. Diese Videoschnitte gefallen mir. Genauso darf das in Zukunft auch ablaufen. Also alles so ein bisschen ruhiger in der ganzen Machart.
Das ist diese Akustikdecke, die habe ich eingezogen, wie ihr seht. An den Rändern habe ich ein bisschen Luft gelassen, vorne wie an den Seiten. Hinten, da wo ihr jetzt quasi seid, ist sie direkt bündig an der Wand. Ja, diese Decke mit diesen Löchern hat hinten dran quasi, also es ist Gipskarton, hinten dran ist ein Bespannstoff drauf, das eben nichts durchrieselt von was auch immer wir dahinter machen. Und ich habe eben Mineralwolle gewählt, weil in allen Simulationen, und es gibt mehrere Rechner, die im Internet vorhanden sind, zeigen mir, dass Mineralwolle für meine Anwendung einfach die besten Absorptionsgrad hat. Und ein Vorteil ist, es ist relativ günstig. Also diese ganze Decke kostet deutlich weniger als sehr, sehr viele für irgendein Kabelgedöns oder Klangschälchen oder sonstigen Quatsch, den es auf dieser Welt gibt, ausgeben. Deshalb, und das hier, und der Witz ist, das hier ist nicht nur messbar, also es ist physikalisch beweisbar, dass es was bringt. Nein, das hört man definitiv. Ja, also da braucht keiner kommen mit Englein, ich höre dir singen und ich glaube zu glauben, etwas zu hören. Nein, das bringt tatsächlich was, kostet weniger, ist allerdings ein bisschen mehr Arbeit als Kabel rein, Kabel raus. Darüber muss man sich im Klaren sein. Man sollte vorher eine gute Planung machen, eine saubere Planung, es einmal ordentlich durchziehen und dann hat man Ruhe. Ich habe hier noch was ganz Geckiges gewählt, zeige ich euch, wenn ich jetzt nämlich hier den Lichtschalter einschalte, muss ich einmal noch nicht vorbei. So, dann haben wir einmal die ganz normalen und dann habe ich mir gedacht, wie beim alten Musikzimmer auch, ich mag so ein bisschen Spielerei, wenn ich aber abends sage, ich möchte ein bisschen indirekte Beleuchtung, dann kann ich die auch einschalten und kann dann per Fernbedienung auch hier die unten ausschalten. Ich kann auch alles über die Fernbedienung jeweils schalten, allerdings ist es immer so, dass die letzte Einstellung, die ich beim Licht gewählt habe, über den ganz normalen Lichtschalter wählbar bleibt. Ja, so eine indirekte Beleuchtung macht mir persönlich dann ein bisschen Spaß, gerade wenn ich abends Musik hören will. Das heißt also, diese akustische Decke ist nicht nur gut für die ganze Raumakustik, nein, sie kann auch noch Designelement sein, sie kann Stilelement in einem Raum sein. Gerade die niedrige Deckenhöhe macht diesen ganzen Raum so, ja, auch physikalisch kleiner, aber auch gefühlt so ein bisschen, es drückt ganz leicht. Und das mag ich beim Musik hören schon, weil es ist so eine wohlige Beengtheit. Ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt, aber es ist nicht alles so riesig und ich fühle mich verloren in dem Raum, sondern dieser Raum sitzt für mich wie ein passender Schuh. Ja, man kommt rein, ich setze mich hin und es fühlt sich alles richtig an. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn ich möchte mich entspannen, ich möchte Musik hören und da kann ich mir noch Gedanken über so einen Raum machen. Dementsprechend, jetzt habt ihr das mal gesehen, vorbildlich wie ich bin, hängt hier natürlich auch ein Rauchmelder. Es geht immerhin um Schallplatten, Freunde, das ist kein Spaß. Ja. Es geht um Schallplatten. Ja, wenn es hier drin raucht, möchte ich das natürlich sofort wissen, um die Schätze in Sicherheit zu bringen. Ja? Der ganze andere Kram interessiert nicht, aber wenigstens die Schätze. Ja? Ihr seht, mein Humor ist nicht verloren gegangen. Ja, ich bin immer noch ein Wiesbadener Bub und das werde ich auch immer bleiben. Dementsprechend auch immer mal ein bisschen was Lustiges. Gut, aber nichtsdestotrotz ist eine wichtige Angelegenheit. Macht das. Macht im Musikzimmer bei euch auch einen Rauchmelder rein. Ich weiß, der ist ja nicht vorgeschrieben, aber wenn ihr das habt, macht es. Ja, ich kenne inzwischen den einen oder anderen, der leider einen Hausbrand hatte. Das ist kein Spaß, da geht es um euer Leben. Also da ein bisschen aufpassen. Gut, ansonsten bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen. Jetzt gehen wir nochmal kurz in die erste Einstellung, weil ich das mit den Videoschnitten hier ein bisschen üben muss. Und also sehen wir uns gleich wieder hier vorne. So, jetzt habe ich euch den Rest auch noch vom Raum gezeigt. Das war es erstmal vom ersten Video. Ich werde in Zukunft die Vinylrezession noch ein bisschen umgestalten. Ich möchte noch ein bisschen Einblicke zeigen in das Laufverhalten von der Schallplatte. Das heißt, ist Welligkeit, ist die nicht ganz zentriert etc. Da gibt es dann immer Sondervideoeinstellungen dazu. Das heißt, nicht wie früher alles ein Clip, ja, und einmal durch und ohne Schnitt. Das werden wir jetzt also ein bisschen ändern. Ich werde dann also doch ein bisschen schneiden. Wollte ich eigentlich nie, weil es ist mir eigentlich zu unruhig. Ich bin mehr so ein Fan von diesen ruhigen Sachen. Das heißt, ich werde versuchen, das Ganze in einem Rahmen zu halten, dass es euch auch noch Spaß macht, dass ihr es gerne noch schaut, aber nicht wie diese modernen YouTube-Videos, dass ständig hin und her geschnitten und irgendwas eingeblendet wird. Das möchte ich nicht. Das ist nicht mein Stil. Ich mag es ruhig. Ich mag es einfach solide. Ja? Mag einfach so, dass das richtig ist. Ja? Und wenn ich mich mal verspreche, dann gehört das einfach mit da drauf und zeigt ja auch nur, dass ich Mensch bin. Ja? Mehr bin ich ja auch nicht. Also in diesem Sinne, ihr wisst, die Schallplatte immer mit 3 3/4, da haben wir schon die Versprecher. Und der bleibt drin. Also, ihr wisst, immer die Schallplatte mit 3 3/4 Umdrehung drehen, außer es ist eine 45er. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Musik hören. Macht's gut, euer Sascha. Ciao.